mit der Technologie, die wir haben, mit der App und mit allen anderen Produkten, die wir jetzt gerade aufbauen, wollen wir der wichtigste Player im Mathebildungsmarkt weltweit werden. Ich glaube, es könnte ziemlich groß werden. Das ist jetzt die Lösung. Aber Jungs, was haben wir jetzt davon? Chancen und Erfolg hängen in Deutschland immer noch sehr vom Bildungsstand der Eltern ab. Ich frage mich, ist das fair? Heute treffe ich mich hier in Berlin mit Maxim, der nicht nur ein Mathe-Genie ist, sondern sogar noch aus einer Familie kommt, die komplett aus Mathe-Genies besteht anscheinend. Und er hat mit Anfang 20 schon eine App entwickelt, mit der er nicht nur gutes Geld verdient, sondern auch die Bildungschancen aller verbessern möchte. Hi Maxim, na? Hey. Hi. Wie geht's? Sehr gut, und dir? Alles gut. Sehr schön. Zum Aufwachen hier erstmal Basketball oder wie? Ja, ja. Sehr gut. Nein! Wie hat das nach der Schule angefangen, dass du die App dann entwickelt hast? Wie kam es dazu? Was war die Idee dazu? Das kam während der Schule schon. Das war, als ich 14 war. Ich habe mit 10 angefangen, Nachhilfe zu geben. Und wenn du Nachhilfe gibst und siehst, was die Schüler für Probleme haben, was die Eltern dafür zahlen, merkst du, oh, das ist nichts Kleines. 90% der Schüler haben da Probleme. Dann kommst du irgendwann auf den Gedanken, halt mal, hier gibt es Leute, die haben nicht das Geld dafür, das auszugeben. Wenn du das merkst, dann denkst du dir, kann ich das nicht irgendwie anders lösen? Und mein Vater, der ja einen der ersten Schachcomputer entwickelt hatte, Schachcomputer-Weltmeister wurde, dann kommst du relativ schnell auf die Idee, wir könnten das automatisieren. Und dann ging ich zu meinem Bruder, der Raphael, let's do it. Der war auch sofort überzeugt, mein Vater überhaupt nicht. Es hat dann 6 Monate gedauert. 6 Monate sind wir jeden Tag angerannt. Und als Kleiner, wir waren 13, 14, sagt ein Vater doch, ey, ich bin Kopf von einer Familie von 6. Ich kann nicht einfach sagen, hey, ich mache bei eurem Schulprojekt mit. Und dann haben wir aber 6 Monate so lange rumgenervt, dass es irgendwann geklappt hat. Können wir mal eine kleine Competition machen? Okay, pass auf. Wir werfen 5. Wer mehr trifft, kriegt vom anderen ein Eis trainiert. Okay, bin ich dabei. Okay, let's go. Die Chance ist nicht hoch, aber eine kleine Chance auf dem Eis besteht. Der Druck steigt, wer bekommt das Eis? Mit wem würde ich mein Leben tauschen? Jonathan Ive, den Chefdesigner von Apple. Einfach weil ich so gern in so einem Hirn wäre, das so wahnsinnig genial designt und ein Gefühl für Ästhetik hat. Und natürlich irgendwie so die geheimsten Projekte der Welt mitverfolgen kann. Ja, komm! Jawohl! Der erste. Ja, vielen Dank fürs Eis, ne? Ja, sehr cool. Das hat schon mal Spaß gemacht. Aber jetzt zeig mir mal deine App. Pass auf. Was Math42 jetzt macht, ist im Grunde genommen, dass wir den Nachhilfelehrer imitieren. Mhm. Wir geben dir eben nicht nur die Lösung als Schüler, sondern... Sondern perfekt, dass man das alles aufschreiben kann, damit man meinen Hausaufgaben auch den Lösungsweg vorzeigen kann. Genau. Also, dass du... Ja, das im Grunde genommen ja. Ja. Was wir dir aber ermöglichen, ist, dass du es verstehen kannst. Mhm. Und mit den Einnahmen verdient ihr schon richtig gutes Geld selbst, persönlich, oder wie sieht das aus? Eigentlich nicht. Also wir sind relativ am Anfang. Was wir gewonnen haben, ist durch die vielen Nutzer, ist wirklich an Wert, an einfach auch an Credibility. Mit einer Mathe-App 2,5 Millionen Downloads, wir waren meist gedownloadete App von Deutschland für eine kurze Zeit. Das ist nicht etwas, was du, das kriegst du mit Angry Birds hin, das kriegst du mit GTA hin, aber mit einer dummen Mathe-App, die dir bei Mathe hilft, normalerweise nicht. Deine Eltern sind auch alle Akademiker, glaubst du, das hat dir sehr geholfen? Klar, also man hört das relativ oft. Es stimmt ja auch zum Teil. Was ich immer sage ist, am Ende bist es immer du. Und mein Vater kann noch so viel versuchen in die Richtung. Wenn ich sage, ich chill jetzt lieber mal, dann chill ich jetzt lieber mal und mach das nicht. Und das nervt mich ein bisschen auch, dass man sagt, ja, es ist so einfach für den gewesen. So locker, wie ich jetzt hier da sitze und darüber reden kann, so hart waren die letzten 7 Jahre. Was für Perspektiven seht ihr denn da, wenn man überlegt, was für Apps wie WhatsApp oder so bezahlt wurden, 17 Milliarden? Habt ihr das auch irgendwo so, zumindest so im Hinterkopf, dass sowas mal passieren könnte? Perspektive für uns oder was wir abziehen mit Math42 ist erstmal, dass wir sagen wollen, mit der Technologie, die wir haben, mit der App und mit allen anderen Produkten, die wir jetzt gerade aufbauen, wollen wir der wichtigste Player im Mathebildungsmarkt weltweit werden. Überall auf der Welt. In Brasilien, in Nigeria, in Kambodscha, in China, egal wo. Mathe ist überall Pflicht und das ist der Vorteil.
Und das spiegelt unseren Wert da. Ich glaube, es könnte ziemlich groß werden. Wir sind jetzt auf dem Weg weiter ins Büro und der Maxim zieht jetzt gerade erstmal ein Hemd ein, weil es gehört sich einfach so für ihn. Ja, die App ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich glaube, ich habe tatsächlich nach solchen Apps gesucht sogar damals und wurde nicht zufriedengestellt. Also mir hat das echt extrem geholfen. Hi. Dabei. Hi Felix. Raphael. Wie ist das so, mit dem Bruder zusammenzuarbeiten und auch mit dem Vater? Also ganz so ein Familienbetrieb, was ja. So mit der Zeit, man gewöhnt sich dann, würde ich sagen. Ja. Also klar, es ist schwierig und mal Reibungen, aber das ist, irgendwann wird das ganz normal. Aber ein bisschen anstrengend für dritte Mitarbeiter, dann mit so einer Familie zusammenzuarbeiten, ja. Ja, weil da natürlich eine ganz andere Dynamik da ist. Ich hatte ja auch schon einige Runden eben mit Investoren. Wie ist das so, mit denen zu verhandeln, denen so die App zu präsentieren? Wie nehmen die euch auf so? Wie reden die mit euch? Also am Anfang war es natürlich so, dass wenn man so jung anfängt wie wir, dann wirst du nicht ernst genommen, da hast du keine Chance, die belächeln einen. Da hört man so Sprüche wie, die Mathe-Cracks kommen oder die Mathe-Jungs und die Mathe-Bubis. Das hört man ab und zu. Mit der Zeit hat sich das gewandelt, einfach dadurch, dass wir natürlich viel Presse gekriegt haben, dadurch, dass wir auch mit der App so verbreitet gerade in Deutschland sind, dadurch, dass wir all das, was wir sagen, auch untermauern können mit den Zahlen, mit dem Erfolg. Ob ich arm oder reich bin, ich bin natürlich einfach, und das sind wir alle in Deutschland, egal wer, egal wie schlecht es uns geht, sind wir immer auf der reichen Seite im Vergleich zum Rest der Welt. Wenn wir uns den Rest der Welt anschauen, sind wir alle hier wahnsinnig privilegiert und wohlhabend und reich. Was arbeitet ihr jetzt eigentlich jetzt gerade so im Moment an der App? Ja, so allgemein versuchen wir gerade ein bisschen mehr in den Unistoff abzudecken, ja, dass wir auch Studenten helfen können. Lass uns mal was versuchen, okay? Pass auf. Also wir nehmen jetzt das Integralzeichen, das kennt jeder noch. Bestimmt nicht jeder. Das ist jetzt die Lösung. Aber das Jungs, was haben wir jetzt davon? Das Lustige, was mit Mathematik mit dem Kopf macht, ohne dass du es merkst, ist, dass es dir beibringt, Probleme, die relativ komplex sind, zu zerteilen und anders anzugehen und zu lösen. Und das kriegst du am besten durch Mathematik hin. Die beiden Jungs arbeiten halt teilweise 14 Stunden am Tag. Aber eben auch, weil ihnen die Arbeit Spaß macht. Und Geld scheint für sie absolut nicht alles zu sein. Erinnerst du dich eigentlich noch an heute Morgen? Ich glaube, ich schuld dir noch ein kleines bisschen was, oder? Ja, vielleicht ein Eis. Du, wohin geht die Reise für dich in den nächsten Jahren? Was ist deine Zukunft? Ich glaube, einfach weitermachen, weiterlernen. Und am besten gewinnen. Ja, einfach den Markt erobern, besetzen und verbessern. Sehr cool. War mega spannend, heute mit dir unterwegs ja, zu sein. Hat mega Spaß gemacht. Und vielen Dank für das Eis. Sehr gut. Geil. So gut. Beeindruckend auf jeden Fall, was Maxim mit so jungen Jahren bereits geschafft hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut. Ciao.